Herzlich willkommen zu unserem Podcast Was ist Umweltpsychologie? Heute werde ich Ihnen ein bisschen was dazu erzählen, was wir als Umweltpsychologinnen und Umweltpsychologen eigentlich so den ganzen Tag über machen, was unsere Forschungsinhalte sind, womit wir uns auseinandersetzen, wie wir praktisch tätig sind, aber auch wie wir in der Wissenschaft arbeiten. Ja, vielleicht zu Beginn ein paar Worte zuerst zu mir. Mein Name ist Eike von Lindern. Ich bin promovierter Umweltpsychologe mit den Zusatzschwerpunkten Gesundheitspsychologie. Darüber hinaus habe ich noch Landschaftsökologie studiert und setze mich stark mit dem Thema Umweltpsychologie auseinander, natürlich, aber auch mit zum Beispiel erholungsförderlichen Landschaften. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Frage, was sind eigentlich Umwelten und Landschaften, egal ob Natur, wie wir sie hier sehen, oder ob städtische Umgebungen, in denen wir von Stress Erholung finden können. Und natürlich beschäftige ich mich auch damit, von was wir eigentlich erholen müssen. Nun, weitere Schwerpunkte von mir sind eben die Gesundheitsförderung und die Förderung nachhaltigen Verhaltens. Dazu kommen wir aber nachher noch. Ja, wie man unschwer hört, komme ich aus Norddeutschland. Ich habe an der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg Psychologie studiert mit den Schwerpunkten Umwelt und Gesundheit und habe nebenbei noch Landschaftsökologie studiert. Danach war ich ein Jahr lang in einer Unternehmensberatung tätig, bevor ich dann nach Zürich gegangen bin, an die EAWAG und Universität Zürich, um dort meine Doktorarbeit über das nachhaltige Management Schweizer Fließgewässer zu schreiben. Ja, nach der Doktorarbeit war ich dann eine Zeit lang an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL in Wirmsdorf tätig, bevor ich dann mit einem SNF-Stipendium nach Schweden an die Universität Uppsala gegangen bin, wo ich ein eigenes Forschungsprojekt zur Gesundheitsförderung und erholungsförderlichen Landschaften durchgeführt habe. Als ich wieder zurück in der Schweiz war, bin ich an die Universität Zürich wieder, an die angewandte Sozial- und Gesundheitspsychologie, danach wieder kurzfristig an die WSL, dann noch an die Pädagogische Hochschule Zürich und 2016 habe ich dann zusammen mit einer Biologin das eigene Forschungsinstitut Dialog N gegründet. Dort beschäftigen wir uns eben, wie wir Forschungsergebnisse in die Praxis umsetzen können, aber auch, wie wir Befunde aus der Praxis zurück in die Forschung spiegeln, damit so dort ein Dialog, eine Kommunikation zwischen Wissenschaft und Praxis stattfindet. Aufträge erhalten wir zum Beispiel vom Bundesamt für Umwelt, aber auch von der UNESCO, wenn wir uns Biosphärenreservate anschauen, von privaten Auftraggebenden, Nationalparks, kantonalen Einrichtungen und auch teilweise Privatanbietern. Gut, seit 2019 bekleide ich noch eine Vertretungsprofessur für Umweltpsychologie und Nachhaltigkeit an der Hochschule Darmstadt, die allerdings bis 2021 befristet ist. Danach werde ich mich dann wieder voll und ganz auf die Schweiz konzentrieren. So, jetzt aber genug zu mir. Es geht ja schließlich hier auch um die Umweltpsychologie. Das heißt, was ist denn eigentlich Umweltpsychologie? Was verstehen wir darunter? Ja, schauen wir uns den Begriff Umweltpsychologie einmal an, dann hören wir natürlich sofort das Wort Umwelt heraus. Das heißt, wenn wir uns mit Umweltpsychologie auseinandersetzen, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was verstehen wir eigentlich unter Umwelt? Das Wort Umwelt kommt vom dänischen Wort umwerden, was so viel heißt wie umgeben sein von etwas. Mit dieser Wortbedeutung können wir schon gleich sagen, dass die Umweltpsychologie eine psychologische Disziplin ist, die sich nicht nur mit dem Menschen als Individuum beschäftigt, sondern auch mit all dem, was uns umgibt. Und zwar egal, ob das jetzt die physisch-materielle Umwelt ist, wie eine entsprechende Landschaft, eine Stadt, ein Park, ein Wald, Gebäude, Innenräume von Gebäuden oder auch mit der sozialen Umwelt. Die interessiert uns tatsächlich auch in der Umweltpsychologie. Ja, die Umwelt suggeriert also immer, dass es ein Subjekt und eine Außenwelt gibt. Und in der Umweltpsychologie interessiert uns der Austausch zwischen Subjekt und Außenwelt. Was bringen wir als Individuen, als Subjekte mit in die Außenwelt? Wie verändern wir die Umwelt, die Außenwelt? Aber auch, was nehmen wir in der Umwelt eigentlich wahr, was uns zu bestimmten Verhaltensweisen anregt oder auch bestimmte Verhaltensweisen unterbindet? Das heißt wirklich die Interaktion zwischen Umwelt und Individuum interessiert uns. Grundsätzlich können wir sagen, dass die Umwelt ein System ist, das sich aus der Beziehung zwischen Subjekt und Außenwelt ergibt.
Wir sprechen in der Umweltpsychologie oft auch davon, dass verschiedene Umwelten möglich sind. Wir gehen also nicht davon aus, dass es eine objektiv beschreibbare Umwelt gibt, die für alle Individuen gilt, sondern wir wissen ja, jeder Mensch hat zu jedem Zeitpunkt unterschiedliche Bedürfnisse, Empfindungen. Der Fokus der Wahrnehmung liegt auf unterschiedlichen Dingen, sodass auch unterschiedliche Aspekte in der Umwelt wahrgenommen werden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es unterschiedliche Umwelten gibt. Eigentlich pro Individuum eine. Natürlich haben wir durch bestimmte gesellschaftliche Konventionen Schnittstellen, was wir als Umwelt und Außenwelt bezeichnen, aber genau genommen ist die Umwelt ein sehr subjektives Konstrukt. Und davon gehen wir eben in der Umweltpsychologie ebenfalls aus. Also verschiedene Umwelten sind möglich, da jedes Subjekt einen spezifischen, individuell bedeutsamen Ausschnitt der Außenwelt wahrnimmt. Ja, Umweltpsychologie als psychologische Disziplin. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das schon mal gehört hat. Normalerweise kriegen wir immer die Rückmeldung, dass das sehr, ja, ein Exotendasein fristet. Aber wenn wir mal in die Grundsätze, in die Historie der psychologischen Forschung zurückschauen, dann sehen wir, dass die Umweltpsychologie eigentlich schon sehr lange vertreten ist. Das heißt, wenn wir zurückgehen zu Wilhelm Wundt, der bereits 1879 das erste psychologische Forschungslabor gründete, er legte damit auch den Grundstein der Psychologie als wissenschaftliche Disziplin, dann können wir sagen, dass einer seiner Schüler, nämlich Willi Hellpach, eigentlich der erste Umweltpsychologe war. Willi Hellpach hat nämlich 1939 bereits eine Studie dazu angefertigt, wie eigentlich Mensch und Volk der Großstadt beschaffen sind. Also wie auch Wetter, Klima, Boden und Landschaft auf die Menschenseele wirken. Er prägte den Begriff der Geopsyche und der geopsychischen Erscheinung. Das heißt, Willi Hellpach hat interessiert, wie zum Beispiel der Ausblick in eine schöne Landschaft oder auch das Zusammenleben in der Stadt uns Menschen beeinflussen. Das war natürlich auch zu einer Zeit, als wir stark mit der Landflucht zu tun hatten. Das heißt, Menschen zogen von den ländlichen Gegenden in die Städte, es sind große Mietskasernen entstanden, die Psychologen und Soziologen, aber auch Politologen vor ganz neue Herausforderungen stellten. Und dort kam immer wieder die Frage auf, was macht das eigentlich mit uns als Menschen? Wie verändert das unser Leben? Und das hat den Willi Hellpach interessiert und damit hat er seine ersten umweltpsychologischen Studien eigentlich angefertigt. Ja, die Psychologie, wissen wir ja alle, ist die Wissenschaft vom Erleben, Verhalten, Bewusstsein sowie der Entwicklung des Menschen über die gesamte Lebensspanne hinweg. In der Umweltpsychologie wenden wir nun Erkenntnisse aus der Wahrnehmung, Sozialpsychologie, Kognitionspsychologie, Gesundheitspsychologie, Arbeitspsychologie auf die Interaktion zwischen Mensch und Umwelt an. Damit ergänzen wir Theorien aus anderen psychologischen Bereichen um einen dort oft vernachlässigten Umweltaspekt. Aber wir schaffen natürlich auch eigene Theorien, indem wir schauen, was in anderen Disziplinen geforscht wird und was wir daraus für die Umweltpsychologie, für die Mensch-Umwelt-Interaktion eigentlich lernen können. Ein sehr wichtiger Leitsatz in der Umweltpsychologie ist der von Kurt Lewin geprägte Satz, Verhalten ist immer eine Funktion aus Person- und Umweltvariablen. Das heißt, wir können uns Personen eigentlich nie ohne Umwelt vorstellen. Als Individuen, als Menschen, sind wir grundsätzlich immer in einer Umwelt. Es gibt das Individuum nicht ohne Umwelt. Auch wenn wir alleine sind, umgibt uns natürlich irgendein physischer Raum, der auf uns wirkt, der eine Stimmung induzieren kann, indem wir etwas machen können, mit denen wir wahrnehmen, wo wir interagieren können. Das heißt, so wie wir auch nicht kommunizieren können, gibt es den Menschen als Individuum nicht ohne Umwelt. Und Verhalten, das was uns in der Psychologie interessiert, ist daher immer eine Funktion aus der Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt. Dieser Leitsatz wurde von Lewin in den 1950er Jahren geprägt und der leitet uns eigentlich auch heute noch in der umweltpsychologischen Forschung. Ja, der Nutzen der Umweltpsychologie. Wozu machen wir das Ganze eigentlich? Das ist eben, dass wir eine Schnittstelle zwischen der Psychologie und anderen interdisziplinären und transdisziplinären Feldern bieten. Das heißt, Ergebnisse umweltpsychologischer Forschung fließen in die Stadtplanung ein, in die Architektur mit ein,
in die Lebensraumgestaltung mit ein, in die Politik mit ein, in die Nachhaltigkeitsförderung mit ein, die Politik, die Bildung, aber auch mit Biologen arbeiten wir zusammen, mit Umwelt-Naturwissenschaftlern. Das heißt, überall dort, wo Menschen involviert sind, wo es um Wahrnehmung und Verhalten geht, Konflikte geht, Interaktion mit der Umwelt, dort sind wir als Umweltpsychologinnen und Umweltpsychologen gefragt. Ja, so viel dazu. Jetzt schauen wir uns mal an, worum geht es denn jetzt genau in der Umweltpsychologie? Grundsätzlich gibt es ein paar große Wirkungsfelder in der Umweltpsychologie. Eines davon beschäftigt sich mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dort haben wir die große Leitfrage, wie können wir nachhaltiges Verhalten eigentlich fördern und natürliche Ressourcen schützen und erhalten, sowie zum Beispiel zur Biodiversität beitragen. Das heißt, wir setzen uns mit energetischen Einflüssen auf den Menschen auseinander. Was macht Sonnenstrahlung mit uns, UV-Strahlung? Wie kriegen wir Leute dazu, dass sie sich vor Sonnenlicht auch schützen, dass sie Sonnencreme nutzen. Auch eine Frage in der Gesundheitspsychologie. Wir betreiben Forschung dazu, wie zum Beispiel der Umgang mit Mobiltelefonen uns beeinflusst. Was macht Strahlung mit uns? In welchem Wellenbereich ist Strahlung für uns schädlich, egal, oder kann die auch was Positives mit sich bringen? Wie sieht es aus mit Hochspannungsleitungen? Wo werden die langgeführt zum Beispiel? Elektromagnetische Felder. Das sind alles Fragen, die uns in der Umweltpsychologie interessieren. Und zwar schauen wir uns dann an, natürlich die medizinischen Sachen, wie wirkt das Ganze überhaupt? Aber natürlich auch die Einstellungssachen und die Verhaltenssachen. Wie gehen Leute damit um? Zum Beispiel bei Handyfunkmasten gibt es mittlerweile einige Studien, die sagen, dass die Strahlung hat Auswirkungen auf Tiere zum Beispiel. Das heißt, dass Insekten im Flugverhalten von Funkmaststrahlen beeinflusst werden. Die Evidenz ist noch nicht so ganz hundertprozentig in dem Bereich. Es gibt auch genug Studien, die keine Effekte finden. Aber da es sich noch um eine sehr junge Technologie handelt, wissen wir im Prinzip noch nicht, welche Auswirkungen das auch auf uns als Menschen hat. Und das sind Sachen, die uns als Umweltpsychologen interessieren. Dort forschen wir aktiv zu und versuchen dann auch eben in die Gestaltung mit einzugreifen, dort eingebunden zu werden, dass wir ein gesundes Leben für alle, nicht nur für den Menschen, auch für die Umwelt ermöglichen. Auswirkungen von Lärm ist ein sehr großes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen. Wie sind bestimmte Wohnareale gestaltet? Wo sind Flughäfen zum Beispiel angesiedelt? Zugänge zu großen Straßen, Verkehrslärmbelastung, auch in den Innenstädten, Smog zum Beispiel. Wie können wir dafür sorgen, dass Wohnareale gut gestaltet werden, dass sie zur Gesundheit und zu Wohlbefinden beitragen und nicht zum Beispiel systematisch soziale Nachteile mit sich bringen. Wir wissen zum Beispiel, dass die Stadtquartiere, die stark lärmexponiert sind, häufig auch die günstigeren Mietpreise aufweisen und dass dort dann sozial schwächere Familien leben. Wir wissen aber auch, dass die Lärmbelastung zum Beispiel dafür sorgt, dass Leute eine schlechtere Schlafqualität haben und dass Kinder zum Beispiel langsameren Spracherwerb haben. Das heißt, damit haben wir eigentlich so eine grundsätzliche soziale Ungerechtigkeit, dass erstmal sozial schwächere Leute in lärmexponierteren Gebieten leben, aber dann eben auch benachteiligt werden, zum Beispiel was schulische Leistung angeht, weil Spracherwerb schlechter ist, zumindest solange die Lärmexposition vorherrscht und damit auch schlechtere Aufstiegschancen einhergehen. Und da setzen wir uns in der Umweltpsychologie mit auseinander, wie können wir dieses System eigentlich durchbrechen, dass wir soziale Gerechtigkeit schaffen. Was machen wir noch? Wir kümmern uns um Achtsamkeit, um nachhaltigen Konsum. Wir setzen uns damit auseinander, wie wir Leute dazu animieren können, Müll zu trennen, Müll zu sammeln, kein Littering-Verhalten an den Tag zu legen. Das heißt, dass ich einfach achtlos meine Sachen in der Gegend rumwerfe. Welche Vorstellungen haben Leute von Recycling? Wie funktioniert das alles? Wie kann man Leute dazu bringen, nicht auf Werbebotschaften reinzufallen, dass sie was Neues ständig brauchen, sondern auch mit ihren alten Sachen noch zufrieden sind, solange die noch funktional sind? Wir setzen uns damit auseinander, wie der Klimawandel auf uns als Gesellschaft und als Individuen wirkt, welche Strategien wir als Gesellschaft haben, um mit Klimawandel umzugehen. Zum Beispiel damit, dass es in den Sommern immer wärmer werden wird. Dazu brauchen wir vermutlich in vielen Gebäuden Klimaanlagen. Die müssen gewartet werden, weil sie sonst auch eine schlechte Luftqualität hervorrufen können. Pilzspuren zum Beispiel.
Damit setzen wir uns auseinander. Welche Strategien haben wir, dass wir dann auch Energiesparmaßnahmen durchführen? Ja, dass wir Städte begrünen können, dass wir für eine Abkühlung sorgen. Das sind alles Themen, wo wir als Umweltpsychologen tätig sind. Aber natürlich auch, wie gehen wir dann zum Beispiel mit Extremwetterereignissen um? Starkregen, Stürmen, die häufiger werden, vermutlich. Was machen wir dort? Wie können wir ein Schutzverhalten an den Tag legen? Wie gehen wir damit um? Ja, ein weiteres großes Feld in dem Bereich ist der Umgang mit gebietsfremden invasiven Arten. Das heißt, durch Klimawandel zum Beispiel auch kommen neue Arten in unsere Region, die teilweise schädlich für Infrastruktur sind oder allergische Reaktionen hervorrufen können. Oft hängt das eben auch mit dem Verhalten zusammen, dass der Menschen ja exotische Pflanzen, exotische Tiere aus dem Urlaub mitbringen, die im heimischen Garten anpflanzen und damit eigentlich Schädlinge in das Biosystem, in das Ökosystem mit einbringen, ohne es eigentlich zu wollen. Und dort setzen wir uns eben mit auseinander, wie wir Leute dazu bringen können, auf einheimische Pflanzen zu achten und trotzdem oder gerade damit auch eine Biodiversität zu fördern. Das ist also ein großes Gebiet in der Umweltpsychologie. Ebenfalls beschäftigen wir uns mit Umweltkatastrophen, Umweltrisiken. Wo sind geeignete Landschaften, wo wir Risiken eingehen können? Bauen wir zum Beispiel Atomkraftwerke wie Fukushima direkt an der Küste in besiedelten Regionen oder setzen wir ganz auf alternative Energien? Wie gehen wir grundsätzlich mit der Risikowahrnehmung um? Welche Möglichkeiten gibt es dort, eindeutige Symbole zu haben, dass wir Warnzeichen erkennen, dass wir uns entsprechend verhalten, wie wir uns auch im Katastrophenfall verhalten? Das ist ebenfalls ein Themengebiet der Umweltpsychologie. Ja, dann natürlich die Förderung nachhaltiger Entwicklung. Das heißt zum Beispiel, wir setzen uns damit auseinander, wie wir in einer lokalen Bevölkerung Maßnahmen durchführen können zur Akzeptanzsteigerung, zum Beispiel für UNESCO-Biosphärenreservate. UNESCO-Biosphärenreservate sind Orte nachhaltiger Entwicklung, wo eben soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen sollen und so ganze Regionen fördern sollen. Wie zum Beispiel in der Schweiz in der Biosphäre Entlebuch. Und dort unterstützen wir die UNESCO damit, dass wir zum Beispiel herausfinden, was sind die Aspekte, die dafür sorgen, dass Leute eine positive Einstellung haben, dass sie sich mit der Biosphärenidee identifizieren, ohne die eigene Identität, die Ortsverbundenheit zu verlieren und dann auch noch für die Biosphärenidee für Nachhaltigkeit zu engagieren. Ja, der Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das heißt, wie können wir Kompetenzen vermitteln, dass Leute in der Lage sind, eigene, nachhaltige, gute Entscheidungen zu treffen, systemische Zusammenhänge zu erkennen, statt einfach nur Faktenwissen zu haben? Wie können wir das vermitteln? Was sind dort unterstützende Mechanismen? Das ist ebenfalls ein großes Themengebiet, womit wir uns in der Umweltpsychologie auseinandersetzen. Natürlich ebenfalls im interdisziplinären Bereich. Das heißt, das ist nicht etwas, was wir nur als Umweltpsychologinnen und Umweltpsychologen machen, sondern das sind eben auch Sachen, wo wir interdisziplinär mit Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis, aber auch aus der Forschung, aus der empirischen Bildungsforschung zum Beispiel, zusammenarbeiten. Ja, weiterhin beschäftigen wir uns mit dem Aspekt der Ernährung und Umwelt. Was macht es zum Beispiel mit der Umwelt, aber auch mit uns als Menschen, wenn wir auf Massentierhaltung setzen? Wenn wir zum Beispiel Regenwaldflächen abholzen, um dort mehr Rinder zu halten oder ganze Sojaplantagen für die Rinderfütterung anzubauen? Was sind gute, nachhaltige Strategien, die Weltbevölkerung, unsere Gesellschaft zu ernähren? Was ist auch noch unserer Gesundheit zuträglich? Was hinterlässt den geringsten ökologischen Fußabdruck? Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Ressourcen erhalten bleiben? Und das natürlich im Ernährungsbereich. Gehen wir zum Beispiel auch darauf hin, Insekten zu verspeisen. Das ist in weiten Teilen der Welt durchaus üblich. Bei uns in Europa, im westlichen Europa, oft noch mit einem Ekelfaktor verbunden. Aber ernährungsphysiologisch vielleicht gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen auch energie- und ressourcensparsam. Oder gehen wir ganz auf die vegetarische Schiene. Das sind natürlich auch ethische Aspekte, die dort mit reinspielen. Und dort schauen wir eben nach, was sind die Einstellungen, die Leute haben, was sind Argumente dafür, dagegen, wie sind bestimmte Lebensstile, soziale Identitäten, was ist eigentlich gut, wo können wir dort was dazu aussagen, warum sich Leute nachhaltiger verhalten oder eben nicht nachhaltig verhalten. Ja, das wäre so der große Themenbereich der Umweltschutzpsychologie.
Natürlich gehen wir auch darauf ein, wie wir Leute zum Umweltschutz bewegen können. Dass sie Müll richtig trennen, keine Medikamente in die Kanalisation spülen, sondern zurückgeben, Batterien richtig entsorgen, weniger mit dem Auto fahren, stärker mit dem Velo unterwegs sind, den öffentlichen Verkehr nutzen. Ich könnte jetzt noch viele weitere Beispiele aufführen, aber das geht zu weit an dieser Stelle. Ein zweiter großer Bereich, den wir in der Forschung betrachten, ist eben die Umwelt und Gesundheit. Da geht es darum, wie wirkt eigentlich die Umwelt auf unser Verhalten und Bewusstsein, auf unser Wohlergehen, auf unser Wohlbefinden. Wie können wir Umwelten dazu nutzen? Wie müssen Umwelten gestaltet sein, damit sie Gesundheit und Wohlbefinden fördern? Damit sie uns auch in dem unterstützen, was wir machen können und machen wollen oder sogar machen müssen. Dort haben wir natürlich auch mit vielen Herausforderungen zu tun, wie zum Beispiel, wie gehen wir mit dem wachsenden Stress in der Gesellschaft um, mit mentaler Ermüdung, wie können wir Gesundheit fördern, wie können wir der Bewegungsarmut entgegenwirken. Crowding spielt eine große Rolle, gehe ich gleich noch drauf ein, soziale Ungerechtigkeit, wie können wir Inclusive Designs schaffen oder eben eine Personenumweltpassung schaffen, wie können wir nachhaltigen Tourismus fördern, Biodiversität fördern. Zum Teil gibt es dort Schnittmengen mit eben der Umweltschutzpsychologie, aber zum Teil eben auch ganz andere Themenfelder. Ja, im Arbeitsbereich zum Beispiel schauen wir uns die Arbeitsplatzgestaltung an. Dort haben wir Schnittstellen zur Arbeits- und Organisationspsychologie natürlich. Das heißt, wie sind Büroräume, wie sind Gebäude, Arbeitsplätze gestaltet? Welche Belichtung haben wir dort? Welche Lichtbedingungen? Welche Lärmpegel haben wir dort? Mit welchen Emissionen, mit welchen Stressoren sind wir dort eigentlich konfrontiert? Ist das ein Arbeitsplatz, der uns gut tut, wo wir tatsächlich mit unseren Ressourcen haushalten können? Oder ist das eine Umwelt, in der wir alle Energie brauchen, um uns auf unsere Aufgaben zu fokussieren und haben trotzdem das Gefühl, nichts geschafft zu haben? Wir gehen natürlich dann auch damit, wir setzen uns natürlich auch damit auseinander, wie Leute miteinander umgehen, ob es soziale Unterstützung gibt, wie die Führungsaspekte sind zum Beispiel, aber eben auch sehr stark mit der räumlichen Gestaltung. Wie sind Pausenräume gestaltet? Kann ich dort wirklich abschalten? Gibt es in der Cafeteria, im Personalrestaurant gutes Essen, wo sich Leute drauf freuen? Gibt es wirklich Erholungs- und Entspannungsräume? Unterstützt mich die Umwelt in dem, was ich machen möchte? Ja, dann schauen wir uns natürlich auch grundsätzlich die Raumgestaltung ein. Wir als Menschen haben ja immer ein gewisses Bedürfnis, entweder Privatheit zu erleben, für uns zu sein oder auch uns sozial eingebunden zu fühlen. Und dort muss natürlich eine gute, dem Wohlbefinden zuträgliche Umwelt so gestaltet sein, dass sie unsere Bedürfnisse, die individuellen Bedürfnisse nach Privatheit und sozialer Eingebundenheit zum Beispiel unterstützen kann. Und da sprechen wir von sogenannten soziofugalen oder soziopetalen oder prokommunikativen Designs. Das sind alles Designs, die wir in der räumlichen Umwelt, zum Beispiel in Innenstädten, in Wohnarealen, Wohnquartieren, aber auch zu Hause finden, die zum Teil durch das Arrangement bestimmter Objekte in der Umwelt zur sozialen Interaktion einladen oder eben versuchen, diese Interaktion zu unterbinden. Das finden wir zum Beispiel oft in Warteräumen, wie das eine Beispiel hier auf dem Foto zeigt, am Bahnhof Basel ist das der Warteraum der SBB. Die Sitze sind dort alle wie im Kino eigentlich angeordnet und diese Anordnung ist aus der Forschung bekannt, lädt nicht gerade dazu ein, dass man sich mit Leuten dort zusammensetzt, gemütlich Kaffee trinkt und sich unterhält, während ein Sitzarrangement, was zum Beispiel in einem Rechteck über Eck angesiedelt ist, eher dazu einlädt, zu verweilen und eine Pause zu machen. Ja, da schauen wir uns an, an welchen Orten wollen wir eigentlich durch so ein Raumarrangement eine bestimmte Lenkung im Verhalten wahrscheinlicher machen, aber trotzdem es ermöglichen, dass alle Leute ihre Bedürfnisse befriedigen können. Das trägt halt eben auch zur Konfliktverminderung bei. Ja, dann schauen wir uns grundsätzlich an, wie Nachbarschaften, wie Territorien gestaltet sind, wie leicht lesbar zum Beispiel primäre, sekundäre und tertiäre Territorien sind, dass es eben dort auch zu wenig Konflikten gibt, in dem sich Leute nicht angegriffen fühlen. Wie gestalten wir Wohnräume, Wohnquartiere, dass Leute Verantwortung übernehmen, sich für die Nachbarschaft engagieren, darauf achten, was passiert dort, dass es nicht verwahrlost, dass es nicht zu delinquentem Verhalten kommt oder dass Aggressivität und Gewalt und Konfliktpotenzial in der Nachbarschaft steigt. Das sind alles Aspekte, die wir aus der Umweltpsychologie in die Raumplanung, in die Stadtplanung und Quartierplanung mit einbringen und dazu auch aktiv forschen.
Ja, dann natürlich der ganz große Bereich der erholungsförderlichen Umwelten. Da geht es darum herauszufinden, in welchen Umwelten erleben wir psychologische Distanz vom Alltag, in welchen Umwelten erleben wir Faszination, was lenkt unsere Aufmerksamkeit auf sich. Das kann nämlich dazu beitragen, dass wir unsere Konzentrationsfähigkeit ruhen lassen können und dann Erholung erleben. Welche Umwelten erleben wir als kompatibel mit unseren eigenen Bedürfnissen? Welche erleben wir als kohärent? Dort hat die Forschung herausgefunden, dass eine psychologische Distanz, eine sogenannte softe Faszination, das, was ich interessant finde, eine mittlere bis hohe Kohärenz und Kompatibilität mit meinen eigenen Bedürfnissen stark dazu beiträgt, dass ich mich erholen kann und von Stress abschalten kann, um neue Energie zu tanken. Dann schauen wir uns natürlich auch solche Entwicklungen an, wie zum Beispiel Yoga in der Natur, Entspannungstechniken. Wo funktionieren bestimmte Therapieformen besonders gut? Gartentherapie zum Beispiel. Was macht es für eine therapeutische Intervention aus, wo sie stattfindet? Wir schauen uns auch die neueren Entwicklungen an. Waldbaden, Shinrin-Yoku. Hat das einen Effekt oder nicht? Wenn ja, wie? Das heißt, wir gehen dort auch von der esoterischen Schiene runter und schauen uns genau an, welche psychologischen Wirkmechanismen haben wir eigentlich dort hinter? Was können wir dazu sagen? Wie effizient sind solche Strategien und Programme? Wie können wir die vielleicht dann auch für therapeutische Interventionen nutzen? Ja, das sind so die großen Themengebiete, mit der wir uns in der Umweltpsychologie auseinandersetzen. Natürlich auch Nachhaltigkeitsförderung, Digitalisierung, große Transformation, all das sind die Aspekte. So, nun hoffe ich, dass ich Ihnen einen schönen Einblick in die Umweltpsychologie gegeben habe. Es gibt noch weitaus mehr Themenfelder. Es ist jetzt wirklich nur ein kurzer Überblick, den ich hier gegeben habe, womit wir uns auseinandersetzen. Wenn Sie das ganze Thema interessiert, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. Meine Kontaktdaten sollten jetzt hier eingeblendet werden. Das heißt, Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben und wenn Sie Interesse an umweltpsychologischer Forschung haben, dann können wir gerne miteinander in Kontakt treten. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, mich für die Aufmerksamkeit zu bedanken und bis zum nächsten Psych-Alumni-Podcast. Dankeschön.